Ja, guten Abend, meine lieben Zuschauer, oder guten Morgen, je nachdem, wann ihr euch das hier anguckt, und herzlich willkommen zurück zu Animal Crossing, dem Happy Home Paradise DLC. Ja, beim letzten Mal haben wir ja recht viel eingerichtet, darunter eine richtig coole Space Station. Ich hoffe, dass wir heute wieder richtig coole Sachen zur Verfügung gestellt kriegen. Ich kam gerade da rein und da kam direkt dieses Menü hier. Ah, ich kann die Feriengäste da auch noch befragen, ob die was haben wollen, ne? Und zum ersten Mal seht ihr dann auch, was hier zur Verfügung steht. Notenständer hier für Musik. Kaufe ich mir auch direkt. Ach nee, das ist ein Theremin. Noch geiler. Ein paar Farbeimer. Und direkt daneben hier das Handwerkszeug. Modellbausatz. Ich kaufe es alles. Ich bin reich. Ich bin sehr reich. Man sieht das doch. Ein Lüster. Ich habe die vom Namen her ein bisschen anders im Kopf. So, ich will natürlich arbeiten. So, bin angezogen. Wir können loslegen. Falsche Taste. Ich hoffe, ihr seid auch richtig aufgeregt auf die Häuser, die wir bauen dürfen. Ja. Ich kann mich ja ein bisschen kleiner machen fürs Bild, damit ihr besser alles sehen könnt. Ja. Hier die Leute. Du willst Zeug aus Amerika haben. Weiß ich nicht, wie ich es einrichten soll. Keine Ahnung, was ein Go-Brett ist. Du willst eins mitten in der Natur haben? Du willst auf einer Wolke sitzen, umgeben von Kuchen? Das ist ein schöner Traum. Du möchtest Freunde auf dem Piano unterhalten und du willst eine funktionale Einrichtung. Also einfach nur eine 0815 Wohnung. Und jetzt kann ich auch die im Café ansprechen oder habe ich das falsch verstanden? Ich will mich übrigens entschuldigen fürs letzte Mal. Da gab es so ein leichten Fehler bei mir in den Einstellungen und dadurch hat man es so leicht doppelt gehört, das Spiel. Ja, wir sind hier im Maid Café. Die wir in Spa haben. Das ist schon jemand, der bei mir wohnt. Pastelltöne. Und du willst eine edle Wohnung. Das ist übrigens das Café, das wir letztes Mal eingerichtet haben. Und ich finde, das ist richtig gut gelungen. Soll ich mich mal an einem Spa versuchen? Ich versuche mal eine edle Wohnung. Oh, ich habe aus Versehen den Ventilator ausgeschaltet. Ich helfe dir gleich. Ich muss erstmal versuchen, das Ding wieder anzukriegen. So. Jetzt können wir drüber reden. Na dann. Du redest darüber, was für eine Wohnung du haben willst, und ich hole mir währenddessen was zu trinken, was hier direkt ums Eck steht und ich nicht mit zum Sitzplatz genommen habe. Habe ich auch was zu trinken hier. So, du willst eine richtig edle Wohnung. Ach nee, du willst königliches Krafttraining? Du willst also eine edle Wohnung, die gleichzeitig sportlich ist. Verstehe ich das jetzt richtig? Ich hoffe, ich verstehe es richtig. Ja, wenn du Sport treiben willst, dann wäre der Sand doch eigentlich hier richtig gut. Also der Strand. Weil Anstrengung ist ja das A und O dann beim Sport, oder nicht? Oder hier kannst du mit dem Felsen trainieren. Ich glaube, da macht die Jahreszeit nicht so wirklich einen Unterschied, also kriegst du Sommer. Mittlerweile wird die Insel recht voll, ne?
So, und wie immer geht die Regel, 3 Häuser pro Abend. Nicht mehr und nicht weniger. Naja, weniger, wenn die Wohnung zu anspruchsvoll ist. So, hier draußen stelle ich dir ein paar Sportgeräte hin. Sag ich dir jetzt schon. So. Das Haus lasse ich mal tatsächlich so, wie es ist. Und jetzt hätte ich gerne ein paar Sportgeräte hier draußen. Ja, genau, so ein paar Hanteln. Dann nehmen wir edles Weiß. Ein Fahrradergometer. Mein Vater hatte sowas auch mal früher in der Wohnung. So ein Ergometer. Den Rest nicht so hier an Sportzeug, aber da habe ich meinen Vater immer mitgesehen. So, einen Sandsack kriegst du hier draußen noch hin. Der bleibt sogar in der Standardfarbe. Und eine Klimmstation. Und natürlich ein Wasserspender. Du brauchst ja was zu trinken während der harten Arbeit. So, der Wasserspender einfach direkt am Haus. Und in jeder Ecke kommt ein Trainingsgerät. So, Training draußen schon mal abgeschlossen. Ich glaube, die Wohnung wird nicht so lange dauern. So, das schon mal auspacken. Ich sehe jetzt schon, dass ich eine größere Wohnung brauche, weil die Objekte wahrscheinlich richtig groß sind. Warte mal, haben wir etwas, das so ausstrahlt, dass man da richtig am Schwitzen ist? Locker flockig eher nicht so. Nebel eisig? Nee, das nicht, aber das hier. Ich bin nicht so überzeugt. Wie sieht's damit aus? Ja, das sieht so aus, als ob da einer geschwitzt hätte. Also ich persönlich finde alles, was mit Schweiß zu tun hat, ekelhaft, ne? So, du wolltest auch noch ein bisschen königlich, deswegen kriegst du so einen Teppicheingang. So, ich habe jetzt auch gelernt, dass ich die Helligkeit einstellen kann. Das soll dein Entspannungsbad werden, ne? Dann mache ich hier hinten extra so eine Badecke. Der hat natürlich auch eine goldene Toilette, ne? Die kann ich nicht mal färben, die muss gold sein. Ja, eine Hifi-Anlage, die muss sein. Die Kletterwand, ein Edelspiegel, den kann ich auf die Edelkommode packen. Ich gucke, ob ich auch noch so einen richtigen Fitness-Tracker irgendwie rauskriege. Oh ja, dieses Rot, das finde ich gut. Haben wir Gold? Ja, das ist sogar Standard eigentlich. Warum frage ich? Ich habe doch was gehört. kam dieser Schrei gerade aus dem aus der Hifi-Anlage? Ich glaube, ich brauche eine richtig große Wohnung. Unglaublich. Die Geräte sind einfach so riesig. Ich brauche eine Riesenwohnung. Okay. Ich brauche Trennwände. Das ist auf jeden Fall schon mal klar. Machen wir erstmal Teppich, Tapeten, Böden etc. Bevor ich das wieder vergesse. So eine edle Wand. Ja, das kommt echt aus dem Nied. Was für ein Nied ist da ausgewählt, bitte? Ich gucke hier mir gerade die Böden durch. Ja, so ein Monetenboden. der hat so viel trainiert und so viele Marathons gewonnen, der schwimmt einfach in Geld. Boah, das sieht richtig edel aus. Komm, haben wir noch so einen kleinen roten Teppich?
kommt in den Eingang. Und gleich wenden wechsle ich den Zorn. Der macht mich kirre. So, Raumteiler brauche ich noch. Weil ich muss hier einmal einen Raum teilen. Ich muss nur überlegen, wie viel ich den teile. Und ich muss mir natürlich auch überlegen, wo mache ich, dass der schläft. Okay, das kann ich hier so. Aber nee, warte mal, da könnte ich ja gucken, ob ich da ein Waschbecken drauf bekomme. Weil ich kann den Spiegel nicht da drauf stellen. So, erstmal ins Eck. So, jetzt mache ich einmal kurz irgendetwas, das richtig sportlich ist. So, einen Track auswählen. Ich mag den Song nämlich nicht. Irgendwas, das richtig sportlich klingt. Der Song gefällt mir. Der bleibt drin. So, die Kletterwand muss ich noch einmal kurz machen, dass die so richtig schön schwitzig ist. Warte mal, ich hole mal kurz die Sportgeräte raus und tu da den Dampf drauf. Dann haben wir das schon mal direkt abgehakt. Das Fahrradergometer brauche ich noch. Die Langhantel. Eine Yogamatte. Die ist wahrscheinlich nur zum Schlafen da. Du kriegst keinen Sarkophag zum Schlafen. Ich sag doch, der hat so viele Teile gewonnen, der hat einfach das Money. So, einmal kurz, einfach nur damit ich's machen kann. So. Man soll wissen, dass er daran schwitzt. Wie wird die Yogamatte verwendet? Ist einfach nur eine Matte. Okay, dann kann die eigentlich weg. Das hier hinten wird die Sportecke. Also komplett das Abteil hier. Oh, kann man auch da nicht draufstellen. Toll. Dann kann die Kommode ja eigentlich weg. Wenn ich dann nichts draufstellen kann. Stelle jetzt erstmal alles beiseite. Ich muss nämlich hier erstmal hier richtig putzen. Herz allerliebst für das Bad. Obwohl, haben wir noch was Besseres? Ich drücke immer die falsche Taste. Locker flockig passt doch, glaube ich, sogar noch besser. Ja, das passt noch besser. Passt auch hierzu. So. Die Wand einfach nur blitzeblank. Genauso das Klo und den Spiegel. Okay. Dann können wir jetzt weitermachen. Machen wir erstmal das Bad. Das will ich jetzt nicht so riesig haben. So, hier ist der Eingang. Da passt tatsächlich sogar noch die Dusche rein. Müssen nur einmal kurz sehen. Von der Seite aus. Haben wir auch da Gold zur Verfügung? Wir haben Schwarz, das ist auch irgendwo edel. So, hier kommt das Bad hin. Der kriegt ein Bad. Ich
Ich brauche jetzt gerade nur so eine Waschtheke. Wo ist es? Nein. Ein Waschbecken. Keine Küche, ein Waschbecken. Ja, das auch. Das brauche ich auch. Da hat das Spiel schon recht. Da, sowas meinte ich. So ein Waschtisch. Hat man damit das Klo nicht gesehen wird, wenn man da rein will. Obwohl, besser Klo als Dusche. Hier kriegst Bund. Mit dem Spiegel, das finde ich ein bisschen kacke, aber wird nicht besser. Hier kann ich ja das Bett gleich hinstellen. Das hier wird, wie gesagt, die Sportecke. Er geht ja so gerne ins Café, da brauche ich ihm keine Küche schenken. Mit der Klimmzugstange müsste ich gleich mal ausprobieren, aus welcher Richtung die funktioniert. Aber ich glaube aus der Richtung. Das Ergometer natürlich so rum. So, Boxsack erklärt sich ja von selbst. Kletterwand auch. Mal im Ernst, kann ich das nicht auf irgendeinen Tisch stellen? Ich finde das mega hässlich so. Nee, das Thema hatten wir ja gerade, ne? Ach, bin ich vergesslich. So, ich hoffe, da passt noch alles. Warte mal, wenn wir das ein nach da verschieben, dann passt's. Sportecke eingerichtet. Jetzt muss ich nur noch eine Schlafecke einrichten. Nadelbett. Eine Kommode und eigentlich ein Bäcker daneben. Das reicht schon eigentlich. Guck mal, dann kommt eine Edelkommode doch noch zum Einsatz. Haben wir einen Bäcker? Wir können ihn seine Proteinshakes da hinsetzen. Da, Digitalwecker. So. Und jetzt muss ich erstmal noch hier Sachen putzen. Das Bett. Locker flockig. Die Proteinshakes. So. Ja, das Hitterfrostig passt zum Wecker nach dem Motto, der schlägt gerade Alarm. Und bei dir, ja, einfach nur blitzeblank. So, irgendein Objekt vergessen? Offenbar nicht. So, jetzt könnte ich hier eigentlich noch so einen kleinen Bereich einrichten, wo er sich ausruhen kann. Ja, komm, hier. Kriegst zwei Sofa-Elemente. Mit zwei Ecken. Ich bin auch so doof. Ich kann die doch erst putzen und dann einfach kopieren. Dann brauche ich noch einen kleinen Tisch. Da kommt dann einfach ein Getränk drauf. Hier, eine Getränkeflasche. Der Tisch soll glänzen.
Das soll ein bisschen eisig sein, soll ja kühl sein, das Wasser. Wohl regentropfig, passt sogar noch mal ein bisschen mehr. Ja, und die Couch auf glänzen. So, und das finde ich jetzt immer so schön. Nein, nicht den Raumteiler nehmen. Um Gottes Willen. Alles ein nach da, bitte. Eigentlich kann ich sogar einen davon wegnehmen. So, passt alles. Er hat einen Bereich zum Ausruhen. Jetzt probiere ich dein Haus selber aus. Ah, ich schaff den Highscore. Ah, ich muss meinen Frust rauslöschen. So, wie funktioniert die Kletterwand? Gar nicht. Ich könnte Kickboxer werden. Ein bisschen schade, dass man die Sachen gar nicht so wirklich nutzt in dem Spiel. So, was auch immer man anschalten kann, ich habe es angemacht. Er hat sein Bad, er hat seine Dusche. Ist alles perfekt, zumindest auf dem Boden. So, jetzt kommt die Wand und die Decke dran. Dann gucken wir nochmal. Ja, Lüftungsventilator. Eine Multischalter. Eine Klimaanlage natürlich. Dem wird warm genug sein, wenn er hier die ganze Zeit Sport treibt. Aber ein paar Handtücher wären nicht schlecht. Ja, und eigentlich könnte ich hier noch, einfach um ein bisschen mehr Stil zu verpassen, den Löwen dann auch hinsetzen. So, wir nehmen dieses edle Schwarz mal wieder. Oh, er hat goldene Handtücher. Ja, das wird wohl weiß bleiben. Und nochmal goldene Lichter. So, die Klimaanlage brauche ich eigentlich fast überall. Eine Uhr braucht er nicht, der hat den Wecker. Der braucht die halt wirklich fast überall. So hart, wie der schwitzen wird. So, da kommt der Löwenkopf hin. Das brauche ich zweimal. Einmal brauche ich es hier. Und einmal brauche ich es hier, wo der ganze Schmarrn anfängt. Warte mal, wir packen es besser hin. Da. Da steht es gut. Okay. Dann kommt jetzt die Decke dran. Was haben wir hier denn alles zur Verfügung? Irgendwas Neues? Nö. Eine Abzugshaube über den einen Dampfbad da, würde ich sagen. Ein Ventilator. Haben wir irgendeine Lampe, die irgendwie gut aussieht? Die Marokko-Lampe. Die kann man gold färben. So, wie gesagt, die Abzughaube wollte ich da hinten einmal drüber packen, weil das Bad, da gibt schon sehr viel Dampf von sich. So, und hier kann ein edler Schwarzer. Wir haben sogar Silber zur Verfügung. Nehme ich Silber. Ventilator hin.
dort und hier. Perfekt. Jetzt könnte ich noch eine Lampe nehmen und hier hinten hinhängen. Okay. Ich würde sagen, die Wohnung ist fertig. Das war eine sehr große Wohnung und die habe ich tatsächlich sehr schnell fertig bekommen. Es ist fertig tatsächlich schon. Das Gute war halt, dass die Objekte so extrem groß sind, dadurch ging der Platz recht schnell weg. Na, habe ich nicht was Schönes eingerichtet? Ich glaube, einen besseren Blickwinkel kriegen wir nicht. Außer er benutzt die Objekte. Ich hoffe, du freust dich. Er freut sich. Oh, ich muss niesen. Oh, ich hätte mich eben kurz gemutet. Das beste Geheimnis steckt, dass ich einen Adler wünschen kann. Darf ich noch ein Foto machen? Von uns beiden? Kann ich ihn auf das Gerät setzen? Irgendwie? Man kann. Ich kann ja die Kleidung bestimmen. Ja, dann so ein Muskelshirt, ne? Und vielleicht noch irgendwas. Haben wir denn hier einen sportlichen Hut? Nö. Auf das Laufband kann ich dich nicht setzen, ne? Nö. Sag nicht, die Hantel gilt als ein Bett. Ich stehe als moralische Unterstützung da. Kann ich Partnerlook hier nehmen? Da war es doch Partnerlook-Modus. Einen Moment. So, wir tragen das gleiche Zeug. So, ein Foto. Nicht schlafen, arbeiten. Ich müsste mal gucken. Ich präsentiere einen pennenden Adler. Perfektes Bild. Ich würde mal sagen, das Bild nehmen wir. Ach stimmt, ich muss ja mit ihm reden, ne? Upsen. Ich bin fertig mit dem Haus. Das ging halt auch tatsächlich sehr schnell. Ich glaube, wir haben nicht mal 20 Minuten dafür gebraucht. Ich finde 12.000 ist ein bisschen zu viel. Ganz ehrlich. Dann mach das mal. Hä, warum soll ich denn jetzt ein Päuschen einlegen? Okay, ich soll mit dem Boden reden, der ist nach oben gegangen. Warum soll ich ein Päuschen einlegen? Ich habe doch gerade erst angefangen.
Warte doch hier keine halben Stunde Stream. Was willst du mir zeigen, Bono? Ich stehe hier seit kurzem. Okay. Welche Art von Inspiration? Ja. Was? Oh. Wetten, das dauert die halbe Nacht. Hast du jetzt eine Anleitung? Selbstgebastelte Möbel. Ich soll selbstgebastelte Möbel verwenden. Naja. Würde viel in die Liste hinzufügen, tatsächlich. Ich würde gerne noch weiterarbeiten. Ich hätte da eine Idee. Ja, mindestens gebaut, einmal gebaute Sachen kann ich jetzt verwenden. Okay. Da kommt dann jetzt sehr viel in die Liste hinzu. Und mit sehr viel meine ich wirklich viel. Ach, mir fällt ein. Entschuldigung. Ich habe vergessen, ihn wieder anzumachen. Soll nicht wieder vorkommen. Natürlich, mindestens drei Häuser. Hallo, was ist los mit dir? Ich höre doch nicht nach einem Haus direkt auf. Ich weiß, dass manche schon längst durch sind. Braucht mir keiner erzählen. Ich mache hier das ja hauptsächlich so zum Entspannen am Ende der Woche. Aber ich glaube, das ist jetzt heute auch mal der letzte Animal Crossing Stream. Weil ich würde gern schon andere Sachen machen, als ständig nur hier Zeug einzurichten. Wenn ihr hier mehr zu haben wollt, dann könnt ihr mir das ja schreiben. Eine Geheimbasis. Spa. Eine Geheimbasis. Klingt nach Agenten. Natürlich. Wenn das jetzt wirklich eine Agentenwohnung werden soll, dann nur her damit. Ich habe keine Ahnung, wie ich das dann einrichten soll. Du hast ein sehr schönes Lächeln. Wirklich schön. Ja, Agentenwohnung. Am besten eine, die richtig schön abgelegen ist. Wenn du schon ein Agent sein willst. Was man sich jetzt übrigens fragen will, was ich dann nebenbei machen will, also anstatt Animal Crossing, dann das erzähle ich dann am Ende des Streams. So, hier ist nur Schnee, das heißt draußen kommt nichts. Außer einer richtig fetten Bude. Hier, kriegst du noch einen Button. Weil hier wäre jetzt nichts, was ich wirklich in den Schnee stellen könnte.
Es liegt übrigens nicht daran, dass Animal Crossing mir jetzt, also das Einrichten hier keinen Spaß macht oder mich nicht genügend entspannt. Nein, im Gegenteil. Aber ich finde es halt auf die Dauer ist es für die Streams generell an sich langweilig. Falls man jetzt versteht, was ich meine. Dieses Geld, das scheint mit mir reden zu wollen. Oder scheint wegflattern zu wollen. Irgendwie wollen da schon die Motten dran. So, wir nehmen wie immer unser Mindestmaß. Vor allen Dingen, es ist halt auch ein bisschen eintönig, weil ich halt. Es sind zwar verschiedene Wohnungen, aber im Endeffekt mache ich halt immer das Gleiche. Ich gehe jetzt in die Wohnung, kann jetzt hier einrichten, gehe direkt an die Tapete. Und dann den Teppich. Kriegst eine Tarntapete. Was nehmen wir für einen Boden? Dann nicht Eisen. Nee, Bruchbude. Das klingt mir ein bisschen fies. Doch, dann nehmen wir Eisen. Dann wird das ein Lagerhaus. Ist die Dschungeltapete animiert? Nö. Ist ja langweilig. Also, klar, für so ein paar Streams nebenbei kann man es ja machen. Ich weiß jetzt eigentlich gar nicht, wie ich das hier einrichten will. Ich glaube, ich mache heute mal nur zwei Wohnungen, by the way, weil dann könnte ich vielleicht noch hier was anderes noch nebenbei machen. Gucken wir erstmal, was wird denn hier vorgeschlagen? Soll nur ein Büro werden oder wie? Ich könnte ein paar Server dahinstellen mit einem Getränkautomaten. Ein Kleinstwagen, wie habe ich den denn da reinbekommen? Ein PC muss her. Ein Tonbandgerät mit Kopfhörern. Ein bisschen Büromaterial, ein Plan. Also wie gesagt, wenn man hierzu da mehr haben will, kann man mich hier anschreiben, aber ich sehe ja selber, dass man das jetzt nicht so extremst jetzt hier auch sehen will. Also anfangs ja, da habt ihr euch auch mal gefreut, das hier zu sehen, aber irgendwie ging das dann so ein bisschen runter. Ich nehme mal den Esstisch noch weg. Oh, ein paar Tische, hallo? Okay, ich muss jetzt erstmal alles voneinander trennen. Warum ich einen Wagen hier drin habe und wie ich den reingekriegt habe, das ist jetzt mal Nebensache. Frag mich nicht, wie der in die Wohnung passt. Das ergibt für mich schon keinen Sinn. So, ich habe jetzt erstmal alles beiseite gestellt, weil ich glaube, mehr als das werde ich nicht verwenden. Blitzeblank. Die sind übergenutzt. Höchst verdächtig. So, Blitzomatisch bei den Gerätschaften. Weil die halt schon so sehr genutzt werden. Der Wagen soll bitte glänzen. So, und wie gesagt, ich glaube, mehr wird wahrscheinlich nicht zum Einsatz kommen. So. Die Server, die kommen alle hier hin. Halt die riesen Datenbank, die man in so einem Bunker da natürlich hat. Ich bräuchte einen Kleinsttisch, ne? Allein dafür.
So, da kommt das hin. Nee, warte mal, das kommt vor die Server. Ich pack da, da hinten das Auto hin. Ist ein bisschen doof, dass das Tonbandgerät was von sich gibt, tatsächlich. So, der Automat. Ja, es ist ein bisschen doof, den kann man scheiße drehen. So, jetzt. Dann kommen hier jetzt die Automaten hin. Das Büromaterial kommt hier hinten in die Ecke. Ich mache gleich noch eine Folterkammer irgendwo. So, da oben drauf der Aktenkoffer zusammen mit dem Tonbandgerät. Auch das Geld darf da oben drauf. So, das Headset kommt natürlich direkt neben dem PC. Ja, ich hätte jetzt eigentlich gerne noch so einen weiteren Kleinsttisch daneben. Die Farbe passe ich gleich an. Ich wollte das kurz runternehmen, damit ich das machen kann. Dann kann das Tonbandgerät doch hier hin. Dann mache ich hier jetzt noch eine Folterecke. Halt so CIA-mäßig. Da kommt eine Kamera hin. Die Lampe. So, jetzt gehe ich erstmal wieder auf Bodenzeug. Ich wollte das nur ein bisschen höher haben. So. Ich hätte gern den Laborstuhl tatsächlich dafür. Da, da haben wir ihn. Weil der sieht halt wie so ein Folterstuhl aus. Mit einem Werkzeugwagen daneben. Da müsste ich dann irgendwas hinstellen. Da kommt ein Filmprojektor dann hin. Ja, mehr brauche ich da tatsächlich nicht. Ich könnte noch einen Goldbahnstapel irgendwo hinpacken. Da oben drauf. Einfach um das ein bisschen voll zu kriegen. So, das verschiebe ich gleich. Du sollst blinken und blinken. Du sollst blinken. Du sollst unter Strom sein. Genauso das da. In welche Richtung guckst du? In diese. Nein, das war das einzige etwas, was ich nicht bewegen wollte gerade. So. Der Goldbahn kommt halt da oben drauf. Perfekt. Und da warte mal. Noch besser. Nein, das war das Objekt, das ich nicht wegnehmen wollte. Jetzt brauche ich nochmal Büromaterial. Weil ich es aus Versehen weggenommen habe. Wo haben wir Büromaterial? Ein Samurai-Schwert kommt noch neben seinem Bett. Ich fasse gleich die Farben an. Wo ist das Büromaterial? Verdammte Axt, noch eins. Da. Okay. Muss ich jetzt nur noch mal das putzen? Das kommt da hinten hin und dann passe ich jetzt erstmal alles von den Farben her an. Okay. Ein goldenes Schwert. Ja, das kann schwarz bleiben. Das kann ich färben. Die Tische dürfen so bleiben, wie sie sind. Ein silbernes Headset bitte, ohne Logo.
Der PC soll silber sein. Und eine Programmiersoftware beinhalten. Das Schwarz. Das erste ist tatsächlich das Beste, was hier zur Verfügung steht. Da kann ich einfach nur einstellen, was in dem Teil drin ist. Ich kann ja machen, dass in dem einen Gold drin ist und in dem anderen nicht. Hol die eben kurz mal nach unten, damit ich die gleich öffne. Dann sieht man das auch. Treppband. Ja. So, schwarz. Ohne Sticker. Den Laborstuhl. In schwarz. Und das Auto. Das hat schon so viele Einsätze hinter sich, dass es ramponiert. Und wir arbeiten für die Königin von wer weiß welchem Land. So, einmal kurz die Dinger öffnen. Dafür muss ich eben kurz so sein. Mein Gott, jetzt geh nicht dazwischen. Ich will die Dinger nur öffnen. So. So, die Automaten müssen noch. Angebote. Ist doch klar. Das bleibt bei Silber. So, jetzt ist die Wanddeko dran. Bitte zwei von denen. Warum ist die aus? Achso, falls sie mich verarscht. Okay. Ich dachte, ich könnte die Farbe noch ändern. Warum will ich die ändern? Was haben wir denn alles an Wanddeko hier vorgeschlagen? Es hängt auch im Übrigen damit zusammen, weil die Wohnungen immer anspruchsvoller werden und ich deswegen immer länger brauche. Das ist halt auch noch so einer der Gründe. Tatsächlich, Deko und Wand scheinen relativ egal zu sein. Und das nimmt dann mir halt irgendwann den Spielspaß weg. Wenn ich dann eine halbe Stunde im Überlegen bin, was nehme ich jetzt dafür? Wie will ich das einrichten? Wie will ich das einrichten? Und das nervt dann halt irgendwo. Haben wir auch einen Beschädigten? Nö. Ich könnte ein Messing nehmen. Der sieht aber mega hässlich aus. Warte mal, ich will nochmal die Wanddeko. Der kriegt noch eine Uhr von mir. Der kriegt eine Kokosuhr. Nein. Der kriegt die Pendeluhr. Die passt mehr. Und die muss ich nicht anpassen. Noch ein Grund, sie zu nehmen. Sicherungskasten, Heizung und Klimaanlage. Und das war's eigentlich auch schon. Okay. Das Teil muss logischerweise über die ganzen Server, weil die müssen ja irgendwie gekühlt werden. Und das macht nicht nur eine Klimaanlage. Bei einer allein packt das nicht. So, die Heizung kommt hier unten hin. Ich wollte die färben. Kann ich aber nicht. Ich vergesse es immer wieder, dass ich die Heizung nicht färben kann. So, und viel spannender kann ich die hier nicht einrichten, die Wohnung. Was habe ich angehalten? Ich muss dich mal da wegholen. Ich habe irgendwas angehalten. Ah, jetzt fällt es mir auf, was ich angehalten habe. So, jetzt habe ich's. Das habe ich. Jetzt sind wir fertig.
Die Agentenwohnung ist fertig. Hier bitte, schaut sie euch an. Vielleicht kriegen wir noch einen richtig guten Blickwinkel. Ist ja nichts. Ah, ich könnte ihn auch, hätte ihn auch einen Stuhl schenken können. Den Blick, den der hat, ne? Du siehst auch aus, als ob du ein Agent wärst, so viele Namen wie du hast. Warum ist der so vernarbt? Das ist ein Kinderspiel. Das ist ein Spiel, das sich hauptsächlich eigentlich an Kinder richtet. Warum hat er so viele Namen? Warte, ich gehe auf das hier, damit ich hier noch das Foto aussuchen kann. Das Bild finde ich viel besser. Allein wegen seinem Blick. Der hat seine Geheimbasis. Ich hatte halt am... So, jetzt kann ich ja drüber reden. Ich hatte am Anfang jetzt halt erst vorgehabt, hier so zu machen, dass ich diese ganzen Spezialhäuser da mache und dann Schluss mache, aber ein bisschen ist der Spielspaß halt auch teils flöten gegangen. Es ist für eine kurze Weile halt eine schöne Sache, dass DSC. Ja, aber ansonsten würde ich es halt nicht weiterspielen. Es ist halt nur für so ein, zwei Stunden jetzt schön. Ist schön zum Entspannen, ja, aber wenn die in das halt so anspruchsvoll wird, ist es halt das genaue Gegenteil wieder. Dann möchte ich mich halt wieder auch nur noch hinsetzen und in die Gegend starren. Ja. Mit Animal Crossing beende ich das jetzt hier, deswegen verabschiede ich mich hier von YouTube. Mit Twitch rede ich noch ein bisschen. Wenn es gefallen hat, könnt ihr ein Abo dalassen.